kein anderes Land, keine andere Kultur hat die Menschen durch die vergangenen zwei Jahrhunderte so fasziniert wie das alte Ägypten. Ab dem 11. März öffnet das Historische Museum der Pfalz in Speyer die Pforten zur Welt der alten Pharaonen und lädt den Besucher ein, Ägyptens Schätze zu entdecken. Die haben schon eine kleine Reise durch Europa hinter sich. Eigentlich kommen die nämlich aus dem Ägyptischen Museum in Turin. Das wird aber gerade umgebaut und renoviert. Die Chance also für das Speyerer Museum, die Ausstellung auszuleihen und das alte Ägypten in den eigenen Räumen zu präsentieren. Und zu sehen gibt es einiges. 350 Ausstellungsstücke sind in der Ausstellung zu sehen und die erzählen von Totenkult, Familienglück und mehr. Gleich im Eingangsbereich der Ausstellung begrüßt die löwenköpfige Göttin Sachmet die Besucher. Eine rächende, feuerspuckende Göttin, die half, die ausländischen Feinde zu besiegen. Hier wacht sie über Prinz Hormuasset, oder besser gesagt über den Deckel seines Sarkophags, in dem der Prinz vor über 3000 Jahren beerdigt wurde. Mit 2500 Kilogramm übrigens das schwerste Exponat der Ausstellung. Klein dagegen sind eher die Ushebtis, kleine Helferlein, die den Toten mitgegeben wurden, um im Jenseits alle die Arbeiten zu erledigen, die da so anfallen. Natürlich dürfen in einer Ausstellung über das alte Ägypten Mumien nicht fehlen. Und die gibt es auch im Historischen Museum in Speyer zu sehen. Menschenmumien, aber auch Tiermumien wie die eines Hundes. Bei dieser Mumie von Harvard I. half sogar die italienische Kriminalpolizei mit, dem Toten ein Gesicht zu geben. Ähnlich wie bei unidentifizierten Mordopfern wurde anhand von Bildern einer Computertomographie das Gesicht des Königs rekonstruiert und ein Abbild in Kunstharz modelliert. Der Außensarg des Putiamun. Der war ein königlicher Schreiber und hat einen reich bemalten Außensarg. Am Innensarg hat er wohl selbst mit Hand angelegt. Die Beschriftungen innen stammen wohl von seiner eigenen Hand. Aber nicht nur um Tote und das Totenreich geht es in der Ägyptenausstellung, sondern auch um das Familienleben im alten Ägypten. Die Familie hatte damals einen hohen Stellenwert, bis auf den Pharao lebten die Menschen damals monogam. Mann und Frau waren fast gleichgestellt und Kinder waren sehr wichtig, denn die waren schließlich später für die Grabpflege der Eltern zuständig. Die Inschrift hier auf der Seite der Statue stammt übrigens nicht aus der Zeit der Pharaonen. Hier hat sich der Forscher und Finder des Exponats mit Datum seines Fundes verewigt. Neben den Exponaten aus alter Zeit schlägt das Museum in Speyer in seiner Ausstellung auch einen Bogen zur Geschichte der Ägyptenarchäologie mit ihren Anfängen in der Zeit Napoleons im 19. Jahrhundert bis heute. Internationale Wissenschaftler beteiligen sich seit 2003 an dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten ASIUT-Projekt, unter anderem Archäologen der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität und der Freien Universität Berlin. Ausgestattet hat das Historische Museum der Pfalz seine Ägypten-Ausstellung mit Originalexponaten, die multimedial ergänzt werden. So kann der Besucher auch interaktiv in die Ausstellung eintauchen und sich auf interessante Art und Weise über das alte Ägypten informieren. Dazu hat er noch Zeit bis zum 2. September diesen Jahres. So lange ist die Ausstellung noch im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen.